So. Wenn alle soweit sind zur später Stunde, würden wir am besten gerne direkt loslegen, wenn alle Stifte gespitzt sind. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Ich begrüße ganz besonders die Gäste aus der Nachbarstadt, Adi Hütter, der Trainer, der hier oben auf dem Podium mit uns Platz genommen hat. Herr Hütter, das erste Wort gehört bei uns immer den Gästen. Können Sie das Spiel aus Ihrer Sicht kurz für uns skizzieren? Guten Abend, bei uns ist es in Frankfurt auch so, dass zuerst der Gästetrainer sprechen darf. Gratulation Achim zum zweiten Sieg in Folge, Gratulation am FSV Mainz 05 zu diesem Sieg. Wir wollten Geschichte schreiben heute, indem wir die erste Mannschaft gewesen wären, die in Mainz gewinnt. Wir waren auf einem guten Weg bis zur Pause. Wir bringen uns leider um die Früchte unserer Arbeit immer mit diesen roten Karten, speziell in Freiburg und auch heute. Ich glaube, dass möglicherweise auch mehr drinnen gewesen wäre. Hinten hinaus haben wir dann nochmal alles versucht, haben nach vorne gespielt. Wir waren 20 Minuten nach der Pause, hat uns Mainz sehr zugesetzt, haben das richtig gut gemacht, sind auch verdient in Führung gegangen und trotz allem hat die Mannschaft wieder Leidenschaft, Mentalität gezeigt. Und aufgrund der Leidenschaft möglicherweise hätten sie vielleicht sogar einen Punkt verdient, weiß ich nicht, aber hätte man mitnehmen können. Es war zum Schluss dann, glaube ich, offener Schlagabtausch. Ich glaube, Achim war es ein bisschen kälter ums Herz wie mir, wenn man in Überzahl total noch so offen ist. Aber wir haben es nicht geschafft, das ist Fakt. Und, aber man sieht trotzdem, dass die Mannschaft Power hat, Punch hat. Ich glaube, es ist Spiel Nummer 26 und in Unterzahl total noch versucht, nach vorne zu spielen. Aber trotz allem am Ende des Tages zählen die Punkte, die haben wir nicht gemacht. Und deswegen nochmal Gratulation Achim zum Sieg. Vielen Dank, Herr Hütter. Achim, dein erstes Heimspiel, gleich Derby-Sieg. Wie hast du dich gefühlt? Wie hast du es erlebt? Ja, da Adi hat es ja gerade schon beschrieben. Am Schluss war es schon so, dass wir ganz schön ein bisschen in Hektik verfallen sind, nicht nur auf dem Feld, sondern auch draußen, weil wir natürlich gemerkt haben, dass die Eintracht nochmal, und das ist ja etwas, was wirklich ein Wesensmerkmal der Mannschaft ist aus Frankfurt, dass sie niemals aufgibt, dass sie selbst in Unterzahl dann alles nach vorne geschmissen hat und ja, uns richtig zugesetzt hat. Tatsächlich, wir hätten in der Phase natürlich die Konter, ja, das wünscht man sich dann immer als Trainer, so wie wir es in Hoffenheim gemacht haben, eiskalt ausgespielt. Das ist uns heute nicht gelungen und insofern muss man dann wirklich bis zur letzten Sekunde zittern, dass wir diesen Sieg über die Zeit bringen. Der Sieg insgesamt war natürlich aufgrund der roten Karte dann für uns schon verdient, weil in der zweiten Hälfte, gerade die ersten 20 Minuten, hat die Mannschaft wirklich einen richtigen Powerfußball gebracht. Ich habe jetzt gerade gehört, 312 Sprints, das ist also schon ein Wert, der ganz deutlich zeigt, dass die Mannschaft es unbedingt haben wollte und unbedingt drehen wollte, weil natürlich dieses Standardtor aus einer Ecke heraus uns einfach ja, wehgetan hat, weil wir waren gut im Spiel, wir waren auf Augenhöhe, wir hatten immer wieder unsere Aktionen, ganz viele Hereingaben, Frankfurt hat es toll verteidigt und man hat immer wieder gesehen, wie gefährlich Frankfurt natürlich dann im Umschaltspiel unterwegs ist und wenn sie mal richtig ins Tempo kommen, dann ist die Eintracht einfach, ja, einfach richtig eine starke Mannschaft und insofern haben wir uns in der Halbzeit dann eben genau das vorgenommen, was wir die nächsten 20 Minuten dann auf den Platz gebracht haben. Und in 2-1 in Führung zu gehen, auch dieses nicht gegebene 2-1, völlig korrekt, der Ball war aus. Aber der hat der Mannschaft natürlich schon auch nochmal den Glauben gegeben, wir können das tatsächlich gewinnen hier. Und so ist die Mannschaft dann auch unterwegs gewesen. Dann, als die Eintracht mehr riskiert hat, nach vorne gespielt hat wieder, auch natürlich taktisch umgestellt hat, clever taktisch umgestellt, weil auf einmal waren natürlich dann wieder Stürmer vorne in der letzten Reihe und wir konnten es dann nicht mehr so ganz gut verteidigen, aber wir haben auch dann die Bälle zu leicht verloren, haben immer wieder Karim ins Laufduell geschickt, aber da war der Frankfurter Spieler natürlich einfach dann schneller. Wir hätten da mehr Ballkontrolle haben müssen, damit wir immer wieder die zweite Welle da mitnehmen können. Das sind so Punkte noch, die wir definitiv verbessern, weil wenn wir da natürlich den Knockout setzen mit dem 3-1, dann hätte ich nicht so viele Nerven verloren wie am Schluss. So sind wir absolut happy natürlich, dass wir diese drei Punkte haben, weil wir ganz genau wissen in unserer Situation, drei Punkte sind Gold wert, zweimal drei, ja, sind sechs Punkte und insofern sind wir da jetzt tatsächlich auf einem richtig guten Weg und den Weg wollen wir weitergehen. Und ja, war ein tolles Spiel, intensives Spiel und ich glaube auch die Zuschauer sind auf ihre Kosten gekommen und jetzt wünsche ich der Eintracht natürlich alles Gute für die weiteren Aufgaben.
es hat sehr viel Spaß gemacht, am Donnerstag der Mannschaft zuzuschauen. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht, heute haben wir gewonnen, aber das wollte ich einfach als Kompliment auch weitergeben. Super. Wenn Sie Fragen haben aus dem Plenum, einmal kurz die Hand heben, dann eilen die charmanten Damen mit dem Mikrofon auf Sie zu. Frank Hellmann von der Frankfurter Rundschau. Hellmann, hallo. Herr Bayer-Lotz, eine Frage an Sie. Ihr Matchwinner Adam Czolaj hat ja so oft noch nicht getroffen. Er hat gesagt, er hat hier in Mainz 8 Wochen trainiert wie ein Verrückter, hat aber nie ein Tor geschossen, war jetzt aber sogar 3 Tage krank im Training. Wollten Sie Signal setzen oder haben Sie ihm einfach zugetraut heute, dass er vielleicht diesen einen Punch setzt? Also es war in der Halbzeit schon mit der roten Karte natürlich eine Idee, Adam vorne reinzubringen, weil er natürlich eine unheimliche Präsenz mit seiner Wucht, mit seinem Körper, mit seiner Art natürlich auch kopfballstark zu sein. Und dieses Tor war natürlich dann prädestiniert für ihn, weil er seinen Körper super eingesetzt hat und aus der Drehung dann abgeschlossen hat. Es war schon klar, dass Adam für dieses Spiel jetzt in der Art und Weise, wo wir ja schon in der ersten Hälfte sehr, sehr viele Hereingaben hatten, dass wir da einen Stürmer brauchen können, der ganz genau weiß, wie er sich dann in der letzten Reihe bewegen muss. Weitere Fragen. Peter Herbert Eisenhut von Sport aus Mainz. Herr Bayer-Lotzer, was hat denn den Ausschlag für den ersten Wechsel gegeben? Prosinski für Sajust? Das war nicht der erste Wechsel, das war der zweite Wechsel. Sajust hatte ja schon Probleme mit dem Mittelfuß und ist dann ja nochmal, das hat ja glaube ich jeder gesehen, dass er eigentlich in der Phase nur noch hinkend und humpelnd über den Platz gelaufen ist. Zumal war dann noch die Idee, dass wir mit Brosi natürlich einen absoluten Flankengeber und Flügelflitzer damit einbringen konnten. Und das war die Idee, die da dahin gesteckt war. Einmal FFH, Sonja Pahl und der Kollege direkt davor kann danach das Mikro direkt abgreifen. Danke. Ja, eine Frage an Herrn Hütter. Sie haben es ja gerade schon so schön beschrieben. Ihr macht den Aufwand trotz der roten Karte mit allem Pipapo. Woran liegt das? Können Sie es schon einordnen, dass es dann trotzdem am Ende nicht klappt, dass so ein Ding dann vielleicht doch nochmal reingeht zum Schluss? Die Chance, glaube ich, die große Ausgleichschance hatte dann Djibril Sow, glaube ich, mit dem Kopf. Ich glaube, Filip Kostic hatte dann auch noch mit dem linken Fuß eine gute Möglichkeit. Und der letzte Konter, der war ja sensationell. Zuerst könnten wir das Tor bekommen, auf der anderen Seite war auf einmal Mainz ein offen, wo wir dann einfach nicht gut fertig spielen. Am Ende des Tages muss man ganz klar sagen, es tun uns diese roten Karten einfach wahnsinnig weh. Wenn du in Unterzahl spielen musst, ein Gegner, der auch Speed hat, viel Punch hat, viel Power hat, dazu dagegen zu halten, ist nicht immer so einfach. Und auf der einen Seite muss man sagen, ist das Spiel grundsätzlich, ich finde, am Ende des Tages hat FSV Mainz nicht unverdient gewonnen oder sogar verdient gewonnen. Aber es ist immer schwer einzuordnen mit einem Spieler mehr oder weniger. Mich freut es trotzdem, dass ich eine Mannschaft sehe, die bis zum Schluss mit Leidenschaft Fußball spielt, daran glaubt, noch einen Ausgleich zu erzielen. Man muss natürlich die beiden Tore auch analysieren. Das erste war ein Schuss, wo, glaube ich, zuerst Unisivo berührt und zum Schluss Martin Hinteregger, sehr, sehr unglücklich. Und das zweite Tor muss man einfach auch besser verteidigen. Die lange Flanke kann man besser verteidigen. Und Al-Mami, weiß ich nicht, was der in dieser Situation wollte. Hat sich angefühlt wie ein Rucksack für Czolaj, der ihn dann runtergebeutelt hat und dann hat das Tor gemacht. Da muss man sich auch anders anstellen und besser verteidigen. Joscha Bartels vom Hessischen Rundfunk. Herr Hütter, die Fans sind in London zu Recht abgefeiert worden, auch für tollen Support. Heute war es dann irgendwie doch da wieder das andere Gesicht mit Pyro-Mannschaft wieder zurück. Sind wohl auch Worte gegen Sebastian Rode gefallen. Wie sehr ärgert Sie das? Sie können mich über sportliche Fragen stellen, aber das ist nicht jetzt meine Aufgabe hier bei der Pressekonferenz, so eine Frage zu beantworten. Christopher Michel, danke. Herr Hütter, die rote Karte, können Sie da einfach nochmal diese ganze Szene schildern, weil das war ja auf einmal 44. oder 43. Minute nochmal auch so überhaupt in so eine Kontersituation, dass überhaupt dazu kam, dass Dominic Kor dann diesen Schritt zu spät kam. Können Sie vielleicht einfach nochmal schildern, was lief da genau schief? Wollten Sie, dass man so offensiv bei dieser Ecke drauf geht? Beide Aktionen, Fluch und Segen. Das erste Tor haben wir ja auch nach einer Variation zum Tor gebracht. Das zweite
ja, haben einfach den Ball nicht reinbekommen. Und nochmal, ich finde, dass Mainz unglaublich viel Schnelligkeit und Power hat. Und in dem Fall war es einfach ein super Ball in die Tiefe, wo ich glaube, Öztunali dann Dominic Chor davon gelaufen ist und hat dann auch super gekreuzt. Das kann man natürlich auch besser machen, muss man besser machen. Das müssen wir uns auch vorwerfen, dass wir bei einer Standardsituation auch offensiv eine Variation gemacht haben, die vielleicht ein bisschen riskant ist. Zuerst ist es gut gegangen, dann haben wir uns sicherlich um den Lohn unserer Arbeit gebracht mit dieser Situation. Das, vielleicht besser noch einen Spieler hinten mehr reinstellen, um nicht einen Konter zuzulassen. Das haben wir gemacht. Das war sicherlich ein großer Fehler. Frank Hellmann, bitte nochmal und danach nochmal Christopher Michel. Ballotz, noch eine Frage an Sie. Sie haben ja mit dem ersten FC Köln die Bundesliga begonnen, haben da viel Aufwand betrieben, hatten sehr schwere Gegner, teilweise Spielglück nicht auf Ihrer Seite. Jetzt kommen Sie hier nach Mainz, zwei Spiele, zwei Siege. Ist das vielleicht für Sie auch so eine Art Genugtuung oder fühlt sich die Bundesliga jetzt viel besser an für Sie? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, von Genugtuung kann überhaupt keine Rede sein. Es ist einfach, so ist Fußball. Das ist ja genau das, was es letztendlich ausmacht, dass man manche Dinge nicht erklären kann. Ich bin jetzt hier Trainer vom FSV Mainz und wir haben jetzt 6 Punkte und da sind wir sehr, sehr glücklich drüber. War jetzt das fünfte Spiel nach einer Euroleague und diesmal auch wieder kein Sieg. Letztes Jahr kam man in diese Serien, in die man dieses Jahr nicht kommt. Ist es doch einfach Tribut, die man zollt? Bekommt man da dieses Jahr die Balance einfach nicht so rein von diesem Hochpunkt Europa League zum Alltag Bundesliga? Das ist richtig erkannt, dass wir uns letztes Jahr weit besser angestellt haben nach den Europa League-Spielen. Oft einmal auch ein Heimspiel hatten. Wir haben momentan schon auch zu kämpfen mit unglücklichen Situationen. David Abraham, der lange ausfällt, da kommt Almami Touré nach über 6 Wochen Verletzung wieder retour. Makoto Hasebe, der kürzlich erst erkrankt ist oder seit gestern nicht spielen kann. Vorne im Sturm ist es halt auch so, dass wir momentan auch ja, nicht das Glück auf unserer Seite haben, dass Bas Dost nicht 100% fit ist, André Silva nach seiner Verletzung noch nicht 100% fit ist. Da muss ich nach der roten Karte eine Spitze rausnehmen. Da Ishi Kamara habe ich drinnen gelassen, aufgrund auch seiner beiden Tore gegen Arsenal und weil er ein bisschen mehr Geschwindigkeit hat. Sie sind, was das betrifft, sind wir vielleicht momentan ein bisschen unglücklich unterwegs. Soll keine Ausrede sein, aber Fakt ist, wenn du halt zweimal eine rote Karte bekommst, sowohl in Freiburg als auch heute, glaube ich einfach, wenn ich die beiden Spiele sehe, dass wir in Gleichzahl Punkte mitgenommen hätten. Gibt es noch Fragen? Ich sehe kein Handzeichen, dann sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wünsche allen eine gute Heimreise aus der Opel Arena.